Der Zoff zwischen Prinz Harry und Prinz William scheint einen neuen Höhepunkt erreicht zu haben. Denn während der ältere Sohn von König Charles an einer Gedankfeier für Lady Diana teilnimmt, fällt Prinz Harry nur durch seine Abwesenheit auf. Am 31. August 1997 verstarb Lady Diana an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Sie hinterließ ihre beiden Söhne Prinz William und Prinz Harry, für die sie sich immer nur das Beste gewünscht hat. Doch inzwischen sind die beiden Royals gewaltig miteinander verkracht. Und selbst am Tag der Gedenkfeier zu Ehren ihrer Mutter raufen sie sich nicht zusammen. Prinz William, Prinz Harry. Der Zoff geht in eine neue Runde. Am 14. März findet in Andenken an Lady Diana eine Veranstaltung statt. Mit vor Ort ist Sohn Prinz William, der zu Ehren seiner Mutter eine Rede hält. Und der Verleihung des Diana Legacy Awards im Science Museum in London beiwohnen wird. Doch Bruder Prinz Harry soll nicht erscheinen, wie Daily Mail berichtet. Der Ehemann von Herzogin Meghan wird lediglich über einen Videocall hinzugeschaltet. Anders als die Jahre zuvor, denn Prinz Harry nahm bereits mehrfach an der Preisverleihung teil und ließ sich mit den Gewinnern ablichten. Doch dieses Jahr wird er nur digital dabei sein. Das ist jedoch nicht das einzige Detail, denn wie die britische Zeitung weiter berichtet, wird Prinz William bei der Zuschaltung von Prinz Harry die Veranstaltung bereits wieder verlassen haben. Ein klares Zeichen an seinen Bruder? Durchaus möglich, doch eine Tatsache, die sich Lady Diana sicher niemals für ihre Söhne gewünscht hätte. Doch Prinz Harry ist nicht der Einzige, der der Veranstaltung fernbleiben wird. Denn auch Prinzessin Kate soll weiterhin aufgrund einer Bauchoperation von offiziellen Terminen entschuldigt sein.